Ich bin der Beat von swale.ch und heute mache ich mit euch einen Knotenkurs. Ich zeige euch alle Knoten für die Prüfungen, für die Motorbootschienen, für die Segelschienen und auch sonst zur Anwendung. Die üblichen und auch noch ein paar andere und zeige ihnen beim Palsdeck und beim Mastwurf eine Variante. Also wir fangen an mit dem 8-Knoten oder dem 8er-Knoten. Das ist ein Knoten für das Segelschiff, wo man schaut, dass der Tau nicht ausrauscht aus Blöcken oder nicht durch den Mast durchgeht. Man nimmt etwa so viel, schwingt zweimal ringsum und dann hat man den 8er-Knoten. Man kann den auch anders machen, man kann einen Bucht machen. So eine Bucht da, tut es einmal drehen und nimmt es vorne wieder rein. Das wäre der 8er-Knoten. Dann kommen wir zum Kreuzknoten. Das ist ein Knoten, um zwei gleichdicke Tau miteinander zu verbinden. Man nimmt das so wie einen Schuhbändel, tut man das binden und dann macht man einen Knopf, aber der Knopf verkehrt. Das heisst, der, der oben ist, bleibt oben, der, der unten ist, bleibt unten. Zieht man es durch und hat den Kreuzknoten. Also als nächstes kommen wir zum Schotsdeck, um zwei ungleichdicke Seile miteinander zu verbinden. Man macht hier eine Bucht, kommt unten durch, geht einmal ringsum ums Ganze und dann oben zwischendurch und hat den Schotsdeck. Man macht den meistens auch doppelt, zweimal ringsum, dann hebt er ein bisschen besser um und bringt ihn auch wieder besser auf. Schotsdeck. Das Slipsdeck am Ring. Das ist ein bisschen spezieller, kurzfristig etwas anzumachen. Es ist abgeschaut beim Hörtchen. Ich komme dann, nehme das doppelt durch, nehme dann einen Festen zum Schlaufen zum Festen und einen Schlaufen zum Losen und ziehe es an. Dann habe ich einen Knopf. Und zum Lösen kann ich hier ziehen und weg ist das Slipsdeck am Ring. Gut, wir kommen zum Mastwurf. Beim Mastwurf tun wir bei der ersten Variante den Arm überkreuzen, fahren vorbei, haben zwei Schlaufen und legen die übereinander. Dann haben wir den Mastwurf. Könnt ihr über den Pfosten legen. Zweite Variante vom Mastwurf. Wir gehen hier unten durch. Heben, wenn wir unten durch sind, nach einer Schlaufe, gehen wir oben durch. Und dort, wo wir gehabt haben, zwischen die, haben wir den Mastwurf. Den gleichen machen wir auch am Ring. Da, Mastwurf. Wir gehen einmal ringsum, einmal rechts durch, heben, wenn wir rechts durch sind. Gehen links durch, dort, wo wir gehabt haben, zwischen. Mastwurf am Ring. Wenn wir einen Fender festmachen, machen wir das auch mit dem Mastwurf. Wir kommen da, gehen einmal rechts durch, können gut heben, den Fender. Heben, wenn wir einmal rechts durch sind, gehen links durch und dann zwischen die. Dann haben wir den Mastwurf. Der Mastwurf für die Praxis ist besser, wenn ich zwei Schlaufen mache, so eine, zwei Schlaufen übereinander lege. Das heisst, wenn ich da zum Pfosten komme, eine Schlaufe drüber, zweite Schlaufe auch drüber, habe ich meinen Mastwurf wieder. Also wir machen das Mausloch für den Palsteak. Wir haben die Maus oben, die geht nach oben und wir haben den Baum unten, der geht nach oben. Jetzt kommt die Maus aus dem Loch raus, geht um den Baum spienzeln und wieder ins Loch hier. Dann haben wir den Palsdeck. Palsdeck zum zweiten, wenn wir auf dem Bug vorne sind oder wir können den vorbereiten. Wir machen wieder unser Mausloch, arbeiten aber das mal mit dem Baum. Gehen mit dem Baum mit der Schlaufe oben hin. Das wäre unsere Vorbereitung. Jetzt können wir hier irgendwo um einen Pfosten gehen. Gehen durch die Schlaufe durch und ziehen da hinten. Dann haben wir wieder unseren Palsdeck. Also wir kommen jetzt noch zu den zwei letzten. Das sind die zwei halben Schläge und der Rohringsdeck. Die zwei halben Schläge mache ich meistens beim Mastwurf. Also ich mache zuerst den Mastwurf. Ein bisschen länger muss ich da nehmen. Ich mache einen Mastwurf, ganz normal. Dann mache ich halbe Schläge unten durch zwischen dir, unten durch zwischen dir. Das wären also die zwei halbe Schläge. Also, wir kommen jetzt noch zum Rohringsteg. Das ist ein Knopf, den man eigentlich nicht mehr aufbringt. Darum habe ich einen Verband aus meinem Repertoire. Man kann ihn aber noch machen auf Slip, dann bringt man ihn einigermaßen auf. Also, zum Ring, oder? Man geht zweimal ringsum.
und dann vom Anfang her rein. Ich nehme ihn jetzt gerade aufs Slip, dann zieht man ihn so an und aufs Slip kann ihn wieder aufziehen. Das wäre der Abschluss von meinem Video gewesen. Ihr könnt hier abonnieren und hier liken oder einen Kommentar schreiben. Tschüss zusammen!